Der Bagger hatte hier gearbeitet. Da war ja gestern noch so ein Haufen Zeugs da. Das ist weg. Oh. Jetzt kann man jetzt da im Garten reingucken. Na, die Kannsteine werden verfugt. Und dann muss das mal abbinden vernünftig. Und dann werden die Gehwegsteine oder der Gehweg gepflastert. Ne? Diesen roten Kies hatten sie in Kessel auch genommen, so als Untergrund, bevor sie hier assortiert hatten. Oh, jetzt hat man ein bisschen Einblick hier in diesen Garten. Ne? Schön mit diesen alten Olivenbäumen, dann hier Orangenbäume und einiges anderes, hat man sich jetzt erstmal noch nicht erschließt. Aber schön. Plus die Hühner sind jetzt nicht draußen. Die würden jetzt abhauen. Die Hühner würden jetzt abhauen. Ne, Bodo? Siehst du auch so, ne? Ja. So im Garten wird eine Mauer gezogen. Ach, schön. Hier legen sie Drainagerohre oder Abwasserrohre, irgendwas. Und dahinter beim Spielplatz haben sie schon den Kies reingeknallt. Da wo sie nachher pflastern. Hier die gelben Platten sind diese mit den Rillen. Die legen sie wohl immer in die Fußgängerwege, damit das Wasser abfließen kann. Aber man sieht, hier der Haufen mit dem roten Kies ist weg. Den haben sie wohl reingelegt hier in die Drainagerohre. Hier die Drainagerohre, dass sie verlegt wurden, sieht man hier an den Schächte. Ne, hier die rausgucken, das sind Reinigungsschächte. Und da haben sie hier rübergelegt. Müssen sie irgendwo hingelegt haben, wo noch der Sonnenfluss ist. Ja, also morgens ist frisch. Ich habe auch Jacke an. Ne, aber Bodo Gassi gehen, ja, wenn er will, muss er. Muss ich, ne? Also hier sind die gelben Steine mit den Rillen. Ne? Die Rillen sind wohl, so wie ich schon sagte, wegen Wasserabfließen bei den Starkregen im Winterhalbjahr. Ne? Und da drüben. Und da sind die kleineren Steine. Ne? Und das ist alles Verpflasterung vom Gehweg hier rundum. Das ist ein Spielplatz. Und hier sind noch ein paar Rohre hier, die als Drainagerohre verlegt werden. Ne? Ja, hier ist noch was zu sehen. Hier Drainagerohr. Ach, da ist noch ein Kabel. Hat bestimmt was mit Internet zu tun oder sowas. Was sie dann rumgelegt gelegt haben. Hier haben sie jetzt so eine Mauer gesetzt. Dann wird der Zaun da wieder gemacht. Und dann können auch die Hühner wieder draußen laufen. Jetzt sind sie bestimmt im kleinen Gehege. Zu hören sind sie ja, die beiden Hähne. Am Tage war ich unterwegs, habe nicht viel mitbekommen, aber hier haben sie jetzt tiefer ausgehoben. Da sieht man hier die Erdhügel. Hier und auch hier die Gullis, die ragen raus. Da haben sie noch hier diesen roten Kies verteilt. Na, dann werden sie hier auch noch diesen roten Kies aufbringen. Und danach geht das wohl los mit der Asphaltdecke. So, hier haben sie gestern ganz schön geschafft. Ne? Der Gehweg hier ist gepflastert. Da kommt nachher noch Kies rüber. Und dann ist das fertig. Hier am Rand werden sie bestimmt mit Beton noch vollfüllen. Aber es geht. Ja, da sind auch andere Hunde, zwei große. Auch die beiden großen sind harmlos. Frauchen ist dabei. Also die Seite haben sie jetzt auch gepflastert. Ne, die vierte Seite, die war ja schon gepflastert. Oh, es geht voran hier. Das ist okay. Die Arbeiten gehen voran. Ich denke in diesem Gebäudekomplex. Hier unten rechts sieht man, da hat man ja schon eine Wohnung fertig gemacht. Und jetzt wird bestimmt so eine Musterwohnung sein. Zur Straße ist auch noch mal eine. Hier dort. Unten noch sieht man schon, da kommen Geschäfte rein. So wie hier auch. Ne? Bei uns in den Geschäften zieht da langsam einiges ein. Auch oben da, diese hier Penthouse-Wohnung. Ach, weil ich das Kleingeld hätte, das würde mich interessieren. Die sind bestimmt hammergeil. Die sind bestimmt top. Denn da oben, da guckt einen keiner auf den Balkon. Und da hat man so richtig einen Freiblick, so auf die Berge und aufs Meer. Und, also das sind richtig Terrassen noch her, das sind nicht nur Balkons, das sind Terrassen da oben, was man da oben hat.
Ah, hier drüben haben sie jetzt schon vorbereitet Fußgängerweg. Finde ich ja cool. Ja, es geht mir eben frei weg. Und dann wird morgen die Steine reingelegt, wird gepflastert und dann ist hier ein Fußgängerweg. Ja, hier haben sie auch alles fertig gemacht. Also rund um Spielplatz dort ist der Gehweg fertig. Hinter dem Spielplatz da auf der anderen Straßenseite, da haben sie auch Fußgängerweg alles fertig gemacht. Da haben sie Straße neu gepflastert. Das geht eigentlich recht zügig im Augenblick. Aber heute sind wieder die Fensterputzer in der Gang. Dann ist immer die Straße gesperrt hier. Hier kommt kein Fahrzeug durch. Und da oben sind sie beim Putzen. Ja, so kommt dann auch ein Eidat von 450 Euro im Monat zustande. Also die machen hier die ganze Ecke hier bei uns. Da der Fußgängerweg, den gab es noch nicht. Und hier diesen Fußgängerweg gab es auch noch nicht. Und hier jetzt die Straße, werden sie wahrscheinlich jetzt auch pflastern oder was. Steine liegen ja noch da. Da werden noch mehr kommen. Material als Untergrund ist auch da. Ja, also wenn das hier alles fertig ist, ne, da den um Spielplatz rundherum haben sie gepflastert. Da drüben hier bei uns fangen sie auch an jetzt langsam mit dem Fußgängerweg. Hier um das eine Haus haben sie schon alles vorbereitet. Auch das wird schon. Er besprengt jetzt den Beton hier mit Wasser. Ne, gestern haben sie Beton reingefüllt in die Beplankung vom Pool. Ne, weil wenn das zu schnell trocknet, dann reißt er ja sonst. Oh, sie machen alles schon vernünftig, für richtig. Alles gut. Ah, der Pool ist jetzt soweit hier mit Beton verfüllt, alles. Und jetzt werden die Wände wieder zugemacht. Aber da passiert eben auch sowas wie gedacht, die Struktur, weil eigentlich so Dämmung gedacht ist, ne? Geht wieder ab. Boah, das sind nur kleine Teile. Die Masse bleibt dran. Oh, das ist ein schöner Pool nachher. Da ist der Kinderpool schon zu sehen. Hier ist noch diese Anlage mit der Filteranlage. Oh, das wird schön nachher. Da hinten ist noch hier der Sparbereich. So wie ich schon gedacht habe, wo oben drauf der Parkplatz ist. Ist das nicht eine Blütenpracht? Und was heute, Mensch, welchen Dezember haben wir heute? Den 3. Dezember? Ah, Türken. Das sind sie, hier, die guten Autofahrer. Aber solche gibt es auch in Deutschland. Aber cool. Das im Dezember. Dafür liebe ich das hier. 3. Dezember. Also man sieht hier auch, hier, da ist eine Frau im Wasser, die badet. Ja, das sind ja auch hier fast 20 Grad. Ich habe schon eine Jacke. Aber ich bin im Wärme verwöhnt. Das ist zwei Sommer hier. Das ist halt. Oh, sieht mir viel los. Ja, es sind auch kaum Urlauber da. Ganz minimal Urlauber. Ja, hier haben sie die Fußgängerwege ja schon fertig gehabt jetzt. Hier links und rechts Steine für die Pflasterung von der Straße haben sie jetzt angeliefert. Aber wenn es regnet, na ne, gut, das hat es auch Ausgangssperre. Sonst hier am Wochenende, ne? Das ist Samstag. Und welchen haben wir heute? Den 5. Dezember. Ne? So, im Spielplatz rundherum haben sie schon alles fertig gemacht mit dem Gehweg. Und da drüben, hier Richtung zu uns, da haben sie ja auch noch einiges fertig gemacht. Oh, schau ich nochmal. Ja, hier jetzt so rundherum um Spielplatz, alles fertig. Hier drüben haben sie jetzt ja auch schon Steine hingestellt. Hier für die Straßenpflasterung. Also kommt bei uns kein Asphalt hin.
wird gepflastert. Ah, da drüben hier, was das so weiß aussieht, was noch im Bau ist. Hier, es war Wochenende. Aber das sind ja meist jetzt diese syrischen Arbeiter. Ne? Hier wird gearbeitet. Ne? Hier sind die Steine für die Gehwege. Und hier Steine für die Straßenpflasterung. Ne? Da stehen auch noch ein paar für die Straßenpflasterung. Ne? Ja. Hier, da ist ein Plus. Und hier haben sie Gehweg schon gepflastert. Hier um diesen Hausblock rum. Ja, jetzt müssen hier noch die Kantsteine gesetzt werden. Kantsteine sind ja noch da. Und dann pflastern sie nachher auch. Bloß wenn nachher geregnet hat, dann hier arbeiten sie nicht. So wie jetzt, jetzt ist alles nass. Dann machen sie nichts. Und wo man den ganzen Tag über so doll gerichtet hat, ne? Da war ja, als wenn oben einer die Scheunen aufgemacht hat. Dann sind auch 2-3 Tage Ruhe gewesen. Und wie gesagt, da vorne, da liegen ja auch noch hier Kantsteine. Hier gegen die Mauer muss wohl einer gegengefahren sein. Das sind eure Risse. Hier beim Pool, hier die Erde haben sie wieder verteilt. Und jetzt ist wohl der Beton, der muss er aushärten. Das dauert ja ein paar Tage. Ne? So wird alles fertig. Sieht jetzt natürlich wüst aus. Das wird erst einmal anders, wenn nachher wieder was weg ist. Und da oben, da ist die Angelika. Ja, der Gehweg hier rundherum ist fertig. Hier ist noch ein bisschen Füllmaterial. Ne, das ist der Kies, den sie unten runterhauen. Hier, wo dann nachher die Steine drin rein verlegt werden. Aber hier braucht auch nur noch Füllmaterial und Pflasterung rein. Ne? Dann ist das hier noch auch fertig, aber peu à peu. Das ist ja nachher richtig cool hier. Ja, maximal 2 Wochen. Wenn das nicht so regnet.